ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Video hier gefunden habt. Und heute geht es um das Thema, wie ich aufgehört habe zu rauchen. Viel Spaß damit! Also meine Lieben, es ist ja so, dass wirklich viele, viele Menschen aufhören wollen zu rauchen. Also sehr viele. Ich muss sagen, ich war ein Raucher und ich habe wirklich gerne geraucht. Das war gar nicht unbedingt mein Ziel, aufzuhören mit Rauchen, ja. Das war gar nicht so geplant. Aber pass auf, jetzt sage ich euch, wie ich es getan habe. Und zwar war das ja damals so, dass ich nach Mexiko gekommen bin und dann gemerkt habe, oh, es gibt hier meine Zigaretten nicht. Ja, ich habe L&M blau geraucht. Wenn ich jetzt eine andere Sorte rauche, dann war es oft so, dass ich wirklich Halskratzen bekommen habe. Kennt ihr das, wenn ihr Halskratzen bekommt? Sowieso, wenn ich zum Beispiel jetzt feiern war oder so damals und Alkohol noch getrunken habe und. Da habe ich dann immer eine ganze Packung geraucht. Ne? Und ansonsten habe ich wirklich, seitdem ich 13 war, bis 29 geraucht. Und ich habe ungefähr eine halbe Schachtel am Tag geraucht. Ne? Ich habe mir alle zwei, drei Tage eine neue Schachtel geholt. So, weil viele vielleicht sagen, ja, vielleicht hat die gar nicht richtig geraucht oder so. Doch, doch, ich habe richtig geraucht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie habe ich wirklich aufgehört? Also, damals war es so, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, wo ich dann gesehen habe, dass es meine Zigaretten hier nicht gibt. Warum faste ich nicht? Dann habe ich gesagt, ja, ich faste. Ich faste, ich faste, ich faste. Dann habe ich wirklich gefastet. Ich habe letztendlich 4 Wochen Saftfasten gemacht, im Anschluss noch 2 Wochen Smoothie-Fasten. Und, meine Lieben, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe danach auch nicht mehr angefangen zu rauchen. Es war einfach so, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe einfach entschieden, ich mache jetzt das Fasten. Und wenn du fastest, dann nimmst du nichts zu dir. Kein Kaugummi, keine Zigaretten, kein Alkohol, nichts. Du konsumierst quasi nichts. Dein ganzer Konsumgedanken ist quasi auf Null gestellt, ja, weil das ist ja Sinn der Geschichte. Das war so einfach, weil wie gesagt, diese Entscheidung war gefällt, diese Entscheidung war getroffen, ich höre jetzt auf zu rauchen und ich habe es einfach getan. Ich habe auch nicht mehr darüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht waren die ersten Tage ein bisschen, klar hat man noch drüber nachgedacht, es fehlt ja auch sowieso was. Es war sowieso mit dem Fasten allgemein so, dass ja alles fehlt, das Essen ja auch, alles hat mir gefehlt. Ne? Immer, was mache ich jetzt, dachte ich mir, was mache ich jetzt, rauche nicht, esse nicht, mache nichts. Aber es war geil, es war eine geile Erfahrung. Ich hatte ja noch ein paar Schachteln mit dabei gehabt und als die dann leer war, habe ich wirklich gesagt, ich rauche jetzt die letzte Zigarette hier von der Schachtel und das war's. Ja, und dann ja, hat es echt einfach geklappt. Ne? Und durch diesen langen Zeitraum, ja, das waren ja 6 Wochen, wo ich dann quasi gefastet habe, habe ich mir das einfach abgewöhnt, weil es ist so, umso öfter du Nein zu etwas sagst, weil ich habe ja quasi jeden Tag Nein zu allem gesagt. Ich habe jeden Tag Nein zum Rauchen gesagt, jeden Tag Nein zum Essen, jeden Tag Nein zu Süßigkeiten, jeden Tag Nein zu allem, was man konsumieren könnte. Ja? Und umso öfter du dieses Nein sagst, umso mehr wird es zur Gewohnheit. Und dann habe ich mich so daran gewöhnt, nicht mehr zu rauchen, dass ich wirklich sagen muss, nach den 6 Wochen habe ich auch nicht wieder angefangen. Also ich hatte nicht unbedingt vor, für immer und ewig aufzuhören zu rauchen. Ich dachte nur, die Zeit jetzt in Mexiko, wo ich eh meine Zigaretten nicht habe, höre ich halt auf. Aber ich habe auch wirklich nicht mehr angefangen. Dann war es manchmal so, dass ich noch geraucht hatte, wenn ich mal feiern war oder Alkohol getrunken habe. Aber selbst das ist jetzt kaum noch da. Also klar, wenn ich jetzt Bock habe zu rauchen, rauche ich auch. Aber ich habe irgendwie keine Lust mehr. Es schmeckt mir nicht mehr. Es gibt so viele Vorteile, wenn man aufhört zu rauchen. Du musst ja auch deren Vorteile bewusst werden. Wenn du weißt, was für Vorteile sind, wenn du aufhörst zu rauchen, dann wirst du auch mehr wollen. Und wenn dein Wille stärker ist, aufzuhören, fällt es dir auch leichter aufzuhören. Deswegen überlege, was sind die Vorteile, wenn du aufhörst zu rauchen. Zum Beispiel, du riechst besser, du bist nicht mehr so nervös, weil du nicht mehr etwas brauchst. Ja? Also zum Beispiel, wenn du eine Stresssituation hast, dann denkst du nicht, oh, ich muss jetzt eine rauchen, ich muss jetzt eine rauchen. Und du rastest fast aus, weil du nicht eine rauchen, weil du keine rauchen kannst. Das hast du einfach nicht mehr. Du hast auch natürlich die finanziellen Vorteile. Ja? Du gibst kein Geld mehr für die Zigaretten aus. Da gibt es so viel. Ich hatte zum Beispiel auch hier gelbe Finger teilweise. Mein Nagel war manchmal gelb vom Rauchen. Oder auch die Zähne werden ja gelb. Die Haut und deine Gesundheit überhaupt. Ja? Wenn ich angucke, mein Vater zum Beispiel, der hat wirklich Raucherhusten. Wirklich dolle. Und da denke ich mir, also das möchte ich nicht haben. Ich möchte das nicht. Ich möchte gesund bleiben. Und Gesundheit ist das Allerwichtigste. Solange du gesund bist, schätzt du es nicht. Aber stell dir vor, nur mal ein Beispiel, dass du Raucherhusten hättest und du immer am Husten bist den ganzen Tag. Wie nervig ist das denn? Du kannst doch nicht mal richtig schlafen, weil du immer am Husten bist. Möchtest du das?
Deswegen überlege jetzt, möchtest du aufhören zu rauchen oder nicht? Möchtest du später bereuen, dass du nicht aufgehört hast zu rauchen? Und du weißt, dass du es kannst. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn du aufhören möchtest zu rauchen, dann tu es. Tu es einfach. Wenn du wirklich willst, dann mach es. Jeder schafft es, jeder Mensch. Aber, jetzt kommt noch ein Aber natürlich. Was man bedenken muss, wenn man raucht, kompensiert man ja seinen Stress mit dem Rauchen, seine Langeweile mit dem Rauchen. Du wirst, wenn du aufhörst zu rauchen, eine andere Kompensation finden müssen. Was heißt müssen, aber du wirst es wahrscheinlich tun. Und bei mir war es so, dass ich das mit dem Essen getan habe. Ja? Das ist zum Beispiel ein Laster, woran ich jetzt gerade arbeite. Dazu wird auch ein Video kommen. Auf jeden Fall, wenn ihr das möchtet, ja, dann erzähle ich, wie ich das gemacht habe und wie lange ich es vor allem getan habe. Weil ich möchte das jetzt lösen. Zum Beispiel, wenn ich manchmal Stress habe oder traurig bin, ne? Auch gerade Trauer oder man sich einfach leer fühlt. Man fühlt sich vielleicht nicht geliebt in dem Moment. Es fehlt irgendwas. Was mache ich? Ich greife zum Essen. Ich esse. Obwohl ich keinen Hunger habe, esse ich. Und dadurch nimmt man natürlich dann auch wieder zu. Ne? Ich habe ja damals durch das Fasten richtig viel abgenommen. Also bestimmt 10 Kilo oder so. War sehr schlank und das habe ich natürlich im Laufe der Zeit auch wieder zugenommen, weil ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur am Rauchen lag, aber ich habe schon mehr gegessen als sonst in bestimmten Stresssituationen. Und deswegen passt auf, dass ihr das nicht mit dem Essen kompensiert, euren Stress. Sucht euch etwas anderes. Sucht euch irgendeine andere Angewohnheit. Zum Beispiel, dass ihr dann, wenn ihr euch irgendwie nervös fühlt oder nicht ganz zufrieden und irgendwie unruhig seid, dann lest ein Buch, hört euch irgendwas an. Macht Sport, sucht euch ein anderes Hobby, ja, überlegt euch irgendwas, aber guckt, dass ihr nicht anfangt mehr zu essen, weil das hält viele davon ab, aufzuhören zu rauchen. Genauso auch mit dem Stuhlgang, mit dem Toilettengang. Wenn du viele Ballaststoffe isst, dann wirst du auch so immer noch deinen morgendlichen Toilettengang haben. Weil viele haben das, weil ich hatte das auch, wenn ich einen geraucht habe, konnte ich aufs Klo gehen. Und das haben ganz viele. Aber glaube mir, wenn du viele Ballaststoffe isst, wie zum Beispiel auch Champignons, ja, Champignons helfen super, auf die Toilette gehen oder Kartoffeln mit Schale oder sowas, ja, hilft dir auf jeden Fall. Du musst nicht rauchen, um aufs Klo gehen zu können und du musst auch nicht rauchen, um nicht dick zu werden, ja. Du kannst auch dein Gewicht halten, aber schau, wirklich denke bewusst nach, wenn du isst, ob du jetzt Hunger hast oder ob du es aus einem anderen Grund hast. Und wenn du dann keine Angst mehr hast vom Zunehmen oder sonstiges, dann wirst du auch sehr, sehr gerne aufhören zu rauchen. Und das ist das Wichtigste. Ja, das war meine Geschichte zum Thema Rauchen. Ich hoffe, es war ausführlich genug. Vielleicht könnt ihr davon was mitnehmen. Ich sage nur, wenn ich es schaffe, schafft ihr es auch. Und es geht mir super, nicht zu rauchen. Es ist wirklich schön. Natürlich denkt man manchmal, hey, jetzt kann ich nicht mehr mit den Rauchern da stehen. Das ist ja auch so ein, sag schon, jetzt komme ich nicht aufs Wort, aber so ein Gemeinschaftsding. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man zum Beispiel jetzt, ja, alle gehen eine rauchen, gehst mit. Es ist halt so, ja, rauchst du auch? Ja, hier. Und dann rauchst du zusammen und dann hast du sofort so ein Gesprächsding oder so ein Gemeinschaftsding. Ding. Ich komme jetzt aber nicht aufs Wort, ne? Aber du weißt, was ich meine. Aber selbst das brauchst du auch keine Angst vor haben. Du wirst auch genug Leute finden, die ja nicht rauchen. Und vor allem wirst du auch Respekt bekommen von Leuten, die rauchen, wenn du sagst, hey, ich rauche nicht mehr, ich habe aufgehört. Weil viele, viele wollen auch aufhören, nur sie können es nicht. Und das ist eher eine Schwäche. Also bist du zu sagen, da die Starke oder der Starke. Und sei stolz, wenn du es wirklich packst, weil glaube mir, du wirst sehr, sehr viele Vorteile haben, nicht zu rauchen. Aber trotzdem habe ich nichts gegen Rauch oder sonstiges. Ich will auch hier niemanden überreden. Es ist meine Geschichte. Und wenn du jetzt sagst, hey, cool, danke schön, Justin, für deine Geschichte, setz doch einen Kommentar drunter oder ja, was auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst fürs Video oder mich auch abonnierst, damit du keine weiteren Videos mehr verpassen wirst. Und ach so, findet ihr es eigentlich cool, dass ich Videos draußen mache hier am Strand? Oder findet ihr es besser, wenn ich irgendwo drinne bin? Weil der Sound ist natürlich dann auch schlechter. Aber ich denke mir, irgendwo ist es auch eine schöne Energie hier draußen am Meer. Ja, einfach wundervoll. Ich bin glücklich, Leute, wenn ihr auch glücklich werden wollt und wenn ihr sehen wollt, wie es überhaupt geht, dass man sein Leben so erschafft, wie man es sich wirklich auch wünscht, ja, dann verfolgt mich. Ich werde auf jeden Fall mein Geheimnis lüften. Oder viele kennen es ja auch schon, viele wissen ja, was ich auch mache. Aber ja, ihr werdet anhand der Videos auf jeden Fall einiges erfahren. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Also sage ich, bis zum nächsten Mal.